Hey ho und ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play Together Anno 2070. Ich begrüße ganz herzlich Matthias aka The Dark Gaming. Hi. Und Tobias aka Wayne. Hallo. Ja, nach einer etwas längeren Pause jetzt wieder da. Und wir spielen natürlich das Szenario Machtspiele weiter. Wir fangen aber nicht neu an, sondern nehmen den zweiten oder dritten Speicherstand, den ersten glaube ich. Zweiten, dritten? Ersten. Ich habe extra gespeichert am Anfang des Szenarios. Ach, ganz am Anfang, okay. Ja. Wunderbar, dann warten wir uns alle nur noch auf den Horst. Host. ja, was tut sich Neues gerade? Es wird demnächst ein zweites. Bei allen Leads? Bitte? Bei allen Leads? Ja. Ist ja auch ein wichtiger Fortschritt. Ist ja oft so, dass wir da die Aufnahme starten und dann sieht man nur den eigenen Ladebildschirm und am Ende sieht man dann, ja, konnte zu den anderen Spielern nicht connecten. Das finde ich natürlich auch super. Was tut sich sonst Neues? Es gibt demnächst ein zweites Anno, das ich solo spielen werde. Hin und wieder dann mit Gästen auch, so wie es jetzt gerade in Loki der Fall ist. Nimmst du immer noch mit Gästen auf? Ab und an. Ach, perfekt. Was ist denn das für eine komische Arche? Meine. Ist aber neu, ne? Ja, das ist neu. Die kriegt man, wenn man die Kampagne durchspielt. Normale oder die... Die normale. Add-on-Kampagne. Die normale? Mhm. Die normale. Mit der habe ich jetzt relativ lange gebraucht, bis ich die durch hatte. Weil ich immer dazwischen im Endlosspiel gespielt habe, weil mir das interessanter war als die Kampagne. Kannst du ja mal einen Speicherstand kopieren. Vom letzten Level. Fonst dich, du musst ja die anderen erst freischalten, das hätte ich schon bei einem anderen Bekannten ausprobiert, der öfter anders spielt. Oh. Hm. Aber die Idee ist an sich. 5 Minuten bevor man gewonnen hat, speichern. Genau. Das machen viele bei den Mission. Das machen viele bei den Endlosspielen. Nicht Endlosspielen, bei den Weltgeschehen, genau. Ja, das war doch auch bei StarCraft so. Ja. StarCraft 2. Weiß ich noch damals. Da war auch einer, der hat irgendwie. Ich kenne einen, der hat überhaupt nichts gebacken gekriegt. Und dann im Internet konntest du dir alle Speicherstände runterladen. Da hat er erstmal die Kampagne auf brutal gehabt, alle Szenarien auf brutal. Das ist doch hat erstmal. Hat wirklich alles. Hat selbst dieses in 7 Stunden das Spiel durchspielen. Der hat diesen Viking-Automat gehabt und so. Das ist doch. Übel. Das ist doch ehrlich einfach nur eine Katastrophe. Betrug am eigenen Spiel, oder? Ja, das Schmerzwerk arbeitet. Ja, wir brauchen Strom. Zur Verfügung. Ja, ich darf Strom bauen. Wir brauchen. Wer macht denn was? Wir brauchen Bauzellen. Wir haben keine Bauzellen für Strom. Und Bauzellen werden dann nicht produziert, weil wir keinen Strom haben. Teufelskreis. Ja. Wir nehmen einfach mal 2 Schmelz-Dings vom Netz. 2 Schmelzwerke, da müsste das eigentlich reichen. Nein, okay, dann nehmen wir den dritten auch noch weg. Oh, bei 0. Jetzt sind wir zumindest genau auf 0, so. Damit kriegen wir relativ bald die 2 Bauzellen, die wir brauchen, um ein Kohlekraftwerk zu bauen. Scheiße. Okay, was tut sich Neues in der Welt? In China gibt's jetzt einen großen Skandal, weil da iPhone-Nachbauten aufgeflogen sind. Die haben aus Ersatzteilen, die Apple irgendwie entsorgt hat, weil sie teilweise kaputt waren oder so, die haben die aufgesammelt und dann zu neuen iPhones zusammengebaut. Ziemlich krasses Zeug. Ich meine, du nimmst kaputte Bauteile, baust den iPhone zusammen, das gerade mal so funktioniert und verkaufst es dann, als wäre es ein echtes. Ja, man muss den Chinesen zugestehen, auch wenn sie nicht viel Eigenleistung haben, aber im Kopieren sind sie die Größten. Ich denke schon, dass die auch sehr gute eigene Leistungen haben. Ich meine zum Beispiel, wie schnell die Olympiastadien gestanden haben.
Okay, die können schnell bauen durch ihre Bambuskonstruktionen, ne? Das war ja so geil damals. Michael Mittermeier hat das, glaube ich, auch irgendwo gesagt. Die Chinesen haben die Stadien gebaut und Bauleiter war ein Schweizer. Er hat sich dann das irgendwie so vorgestellt, hier könnte, also der Schweizer sagt dann, hier könnte ein Turm stehen. Die Chinesen, rups, steht da. Und der Schweizer, oder auch nicht. Bumm, wird abgerissen. Ja. Ich sehe schon kommen, die Wortwitze müssen heute extrem flach werden. Damit sich zumindest aufgeregt wird darüber. So, jetzt haben wir gleich Strom. Energieversorgung mangelhaft. Ja, Klappe. Ökobilanz. Werte fallen. Pfeif drauf. Strom existiert, Halleluja. Gut, wir haben ja gesagt, wir haben einen, also ich habe es ja gesagt, ich habe festgestellt, dass ich einen extrem großen Fehler in der Planung gemacht habe. Und zwar diesbezüglich, dass ich nicht wirklich wusste, was macht unser Kommandoschiff da unten, dass ich nicht wirklich wusste, wie ich an das Problem rangehen soll. Ich habe dann aus den Kommentaren jetzt nach dem zweiten Mal spielen erfahren, dass wir eigentlich nur das Hauptschiff von Keto zerstören müssen und das Hauptgebäude der Piraten, dann würde der Rest verschwinden. Wenn wir es doch schon früher gewusst hätten. Ja, mit unserer letzten Flugzeugtaktik hätte uns das aber auch nicht viel geholfen. Die Flugzeugtaktik war bei, um mal ehrlich zu bleiben, total sinnfrei, weil bis wir die Flugzeuge haben, ist Keto dreimal da. Das war halt auch was wir. Naja, die neue Strategie sieht was vor? Kolosse, ne? Kolosse ohne Ende. Wir brauchen eine möglichst große Stadt. Wir dürfen doch nicht mal normale Waffen produzieren. Wie sollen wir an schwere Waffen kommen? Handel mit den anderen. Handel ist erlaubt. Wir brauchen nur im Konto einstellen bei Handel, dass wir schwere Waffen einkaufen möchten. Dann kriegen wir die. Legal, ohne dass uns irgendwas passiert. Brauchen wir eine sehr gute Bilanz. Ja. Meine Frau hat endlich auch einen Job gefunden. Jetzt wird alles leichter. Vor allem brauchen wir Bauzellen. Ich habe jetzt schon etwas erweitert hier. Ja, was tat sich sonst viel Neues in den letzten Wochen der Anbaupause? Was natürlich jetzt für mich insofern mehr gleich ist, dass ich halt verdammt viele Themen auch in anderen Let's Plays bespreche und abhandle. Jetzt weiß ich nicht, tatsächlich anno-spezifisch irgendwas Großes die letzten Wochen. Sie haben jetzt doch nicht Fantasy Anno Release angekündigt, sondern Hello Anno. Ach ja, da war ja was. Sie haben ein Hello Kitty Anno angekündigt. Ja. Genau wie mit der Barkway-Kacke da. Das ist ein sehr gutes Thema, dankeschön. Far Cry 3, der Blood Dragon. Wer 80er Jahre Comics mag, soll bitte 80er Jahre Comics lesen und dieses Spiel bitte nicht anfassen. Das ist eine Katastrophe, ganz ehrlich.
Es ist nicht mal irgendwie im geringsten eine Hommage an die 80er Jahre, weil das Einzige, was in dem Mod, in dem Spiel an die 80er Jahre erinnert, ist die Grafik. Ansonsten ist es, glaube ich, 1 zu 1 Far Cry 3, oder? Da können die lieber irgendeine vernünftige Story machen, aber nein. Das ist ein abgefuckter Mist, ey. Der Trailer, finde ich, gibt einem schon den Rest. Cyborgs, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Dann ist das genau das gleiche Spiel, ne? Du siehst, wie du ein Cyborg-Tiger jagst, oder du siehst, wie du einen Cyborg, weiß nicht, Drachenflieger fliegst oder so, ey. Total albern. Ja, das waren halt auch teilweise die 80er Jahre. Wobei es eine... Ach, müsst ihr das fahren? Ja, genau, haben wir schon gefunden. Sehr schön. Ja. Na, es ist halt teilweise wirklich so in den 80er Jahren gewesen. Dass halt diese trashigen Comics und das da waren. Das ist ja auch okay. Es gibt ja viele 80er Jahre Comics und Cartoons und keine Ahnung, die es wirklich verdient haben, dass sie dann auch irgendwie eine Erdarbietung oder so kriegen. Aber was sie mit dem Schrott hier verzapft haben, das ist doch ein bisschen extrem. Weil, wenn ich mir überlege, dass ich... was soll der Spaß kosten? 15 Euro bei Steam. Keine Ahnung, wie viel es sonst kostet. Genau, 15 Euro schon mal bei Steam. Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Verbaut, verdammt egal. Dann will ich schon mal nicht wissen, was das irgendwie mit einer Verpackung oder so kosten würde. Dafür, dass es im Prinzip exakt das gleiche Spiel ist, außer dass sie ein paar Namen ausgetauscht haben. Und du jetzt ein halber Cyborg bist. Und du jetzt ein halber Cyborg bist, okay. Ob es mir das wirklich wert wäre, das zu kaufen oder so. Ich wage es stark zu bezweifeln. Vor allem habe ich da wesentlich bessere Spiele im Cartoon und Zeichentrick-Szenario. 13 zum Beispiel, ein grandioses Spiel, das damals total unterging. Kennt das irgendwie von euch da draußen auch? Schreibt es mal in die Kommentare bitte. Also das hat sich geschrieben, 13 mit der römische Zahl 13. Aber die das kennen, wissen das und die anderen wahrscheinlich sowieso nicht, von daher. Habt ihr das gespielt oder? Was denn? 13. Ach, das war genial. Allein diese Mission, wo du als Mönch mit der geilen Armbrust. Das auch, aber ich meinte jetzt in diesem Arctic Level, wo du die Seilbahn benutzt hast. Jo, stimmt. Wo die dann hängen geblieben ist, wo du dann die Kabel als Seilrutsche benutzt hast. Und allein das Intro wieder, das Attentat auf den Präsidenten, das war das schon. Wäre vielleicht auch mal ein Let's Play wert. Oh, ich hätte so viel. Ich habe jetzt gerade wieder Don't Starve und Unmechanical. Wobei Unmechanical jetzt wahrscheinlich ein Netzwerk-exklusives Projekt wird und Don't Starve wird wahrscheinlich hier auf meinem, also auf dem Obsidius-Kanal kommen. Gibt's jetzt auch Don't Starve? Ich hab's vor 2 Tagen geschenkt bekommen. Von wem? Von Monolith 231. Der ehemalige Cheater 0266, der hat sich's gekauft, hat eine Gratiskopie bekommen und hat gefragt, ob ich's haben will. Ja, sieht echt gut aus, so ein Minecraft-Klon, aber in ganz gut, denke ich. Ja, es macht auch vor allem Spaß, das Spiel nimmt sich selbst überhaupt nicht ernst und so und wenn du zum Beispiel einen Baum verbrennen lässt und du klickst ihn dann an, weil du die Teile alle untersuchen kannst, dann meint der Charakter, ja, ich denke, das hätte ich verhindern können. Oder wenn du eine Karotte untersuchst, die du dann im Inventar hast, kannst schon mal sein, dass der meint, ja, ist gut für die Augen. Also, das Spiel nimmt sich überhaupt nicht ernst und hat trotzdem irgendwie dieses ernste Szenario, dass du halt nicht verhungern darfst.
Und gleichzeitig ist es in dem Fall sau schwer, den ersten Tag zu überleben. Weil wenn du in der Nacht stehst und du hast keine Lichtquelle, dann kommen irgendwelche Viecher, du siehst ja nichts und killen dich. Bitte? Binnenviecher sind es meistens. Ich weiß es nicht, Aber du musst doch nur einen Baum kaputt machen, damit du zwei Stäbe für eine Fackel hast. Das ist mir schon klar. Ich habe ja mittlerweile auch den dritten oder vierten Tag erreicht, so. Mein Problem bei dem Spiel ist jetzt nur, ich würde es ganz gern aufnehmen. Manko dabei ist nur, man braucht die X-Tory, weil das Fraps nicht erkennt. Und ich muss jetzt warten, bis ich eine Möglichkeit habe, das Zeug zu kaufen, weil ich es nicht cracken will. Das Problem ist nur, dass ich momentan etwas knapp am PayPal-Konto bin. Das heißt, ich muss jetzt warten, bis ich da wieder Geld drauf habe. Dann kann ich übrigens auch Unmechanical aufnehmen, das geht nämlich auch nicht mit Fraps.